Vor gut 20 Jahren kaufte Stanley Johnson, der Vater des britischen Premierministers Boris Johnson, ein Landhaus in Griechenland. Sein Sohn hat ein Faible für die Antike. Die sogenannten Elgin Marbles, griechische Skulpturen, die seit dem 19. Jahrhundert im Besitz des British Museum sind, will er jedoch nicht zurückgeben. In den 80er Jahren versuchte die damalige griechische Kulturministerin Melina Mercouri vergeblich, ihn umzustimmen. Im Restaurant von Nicoletta Kutlaka war Johnson schon häufig zu Gast. Die 65-jährige Frau ist sich ziemlich sicher, dass ihr Gast sich bei ihr sehr wohl fühlt. Wir haben den neuen Premierminister schon häufig empfangen. Er ist ein Gentleman, sehr freundlich und sehr offen gegenüber Einheimischen und Touristen. Er liebt meine Küche. Er isst zum Beispiel gerne Spezofai. Das wird aus Bauernwürsten und Paprika in einer Tomatensauce hergestellt. Er bezeichnete mich als Professorin in der Küche. Wenn Boris Johnson in der Stadt ist, freuen sich die lokalen Medien. Archimedes Karikliedes hat den britischen Premier schon dreimal getroffen. Die Familie Johnson hat hier viele Sommer verbracht. Sie haben eine ganz besondere Beziehung zu Horto und zum südlichen Pelion. Sie werden als Einheimische angesehen. Deshalb brauchen sie auch keinen Polizeischutz. Die Einwohner von Pelion erzählten uns, dass der britische Premierminister lokale Festivals mit griechischer Musik lieben würde. Also sind wir zu einem Festival gegangen, wo wir einige Briten trafen, die in Griechenland leben. Sie erwarten viel vom neuen Premier. Er ist ein Macher. Ich mag ihn sehr. Er bringt frische Luft mit. Genau das brauchen wir. Seit einigen Jahren stagniert alles. Theresa May hat ihr Bestes gegeben. Ich habe viel Respekt vor ihr, aber sie hat ihren Job nicht wirklich gut gemacht. Er hat nun viel versprochen, aber ich hoffe, dass er etwas davon umsetzt. Wird Boris Johnson in diesem Sommer Zeit finden, sein geliebtes Pelion zu besuchen? Er wird viel mit dem Brexit beschäftigt sein, aber die Einwohner hier hoffen, dass sie ihn bald als Premierminister von Großbritannien begrüßen können. Apostolos Taikos, Horto, South Pelion, Euronews.